Hallo zusammen, heute mal ein Video von meinem Besuch bei Gym 80 in Gelsenkirchen. Gym 80 ist ein total traditionelles Familienunternehmen, das Geräte schon seit Ewigkeiten herstellt. Ich habe euch das alles einmal abgefilmt und nebenbei läuft jetzt eben das Video und ich erzähle euch was davon dabei. Also das ist jetzt, wo wir da gerade sind, das Hauptlager von, beziehungsweise die Hauptherstellung von den Geräten. Da hat man jetzt so den Rohentwurf gesehen, wie die Geräte hergestellt sind. Das ist schon die Lackiererei, da sind die ganzen Bauteile. Also man muss sagen, das wird ja alles mit der Hand gefertigt. Also es war wirklich mal sehr interessant zum Sehen. Schon allein, wenn man ein kleines Teil da versucht aufzuheben, man merkt es eben, das ist voll schweres Material, was die da verwenden. Da war jetzt die Lackierstraße, das ist jetzt das Auslieferungslager, wo wir sehen. Also Gym 80 arbeiten sogar Samstag und Sonntag, weil die so viele Vorbestellungen haben. Also war mal wirklich interessant zum Sehen. Da sieht man die verschiedenen Farben von den Geräten und auch die ganzen Polsterarten, also ich glaube, die haben zig hunderte verschiedene Polster mit Logo drauf und wie auch immer. Und ja, da sieht man jetzt, die gehen sogar bis nach Amerika, die Geräte. Da sind dann Pfundangaben bei den Geräten, also ist eine Riesensache. Und wie gesagt, war wirklich so eine Herzensangelegenheit von mir. Hallo, servus, jetzt bin ich in die Heiligen Hallen von Gym 80 im Showroom. Jeder, den ich mal wo schon länger trainiert und auch in Neuzeit, kennt Gym 80, einen der führenden Gerätehersteller. Und ich führe euch jetzt einmal ein bisschen durch den Showroom und dann zu den Blattloading-Geräten. So, jetzt übernehme ich wieder das Wort, beziehungsweise das andere Video. Da sind wir jetzt im Ausstellungsraum von Gym 80, da sieht man die Cardio-Geräte. Da gibt es ja mehrere Linien, aber da ich ja nicht im Verkaufsteam bin, verzeiht mir, wenn ich jetzt die einzigen oder die ganzen Linien nicht beim Namen benennen kann. Gibt natürlich so bilaterale Geräte wie die Hammerstrang oder gibt natürlich auch von Technogym solche mit Gewichtsblöcken und dann auch mit verschiedenen Hanteln. Also hier kann man sich austoben. Da ist übrigens die 150 Kilo Hantel, die wir schon alle wahrscheinlich aus dem Gold Gym kennen. Ist tatsächlich echt vergoldet und wiegt echt 150, also das Aufheben war mega schwer. Also wie gesagt, und ich bin heute so ein Gym 80 Fan, weil ich heute meine ersten Studios, wo ich trainiert habe, war Gym 80 so das Nonplusultra und deswegen war das wirklich mal sehr interessant, das alles einmal wieder oder alles einmal überhaupt zu sehen, was so aktuell von Gym 80 am Markt ist und vor allem auch, wie gesagt, gerade die Produktionsstätte und die Herstellung war auch ein super interessantes Ding. Da ist jetzt auf einer Fotowand, das sieht man bei mir auf Instagram, mit so einem total vergoldeten Gym 80 Gerät. Und wie gesagt, sieht man die riesen Ausstellungshalle. Angeblich haben sie 250 Geräte und mindestens 50 Blattloading Geräte. Da ist der Georg und der Daniel, mit denen, das sind zwei aus Österreich, Tirol, mit denen bin ich darauf geflogen und haben uns die Geräte angeschaut. Da, das ist jetzt Trizepsdrücken. Wir haben natürlich uns nicht nehmen lassen, dass wir die ganzen Geräte mal durchprobieren. Da macht der Georg Trizepsdrücken. Wie gesagt, die Pendulum Squat ist eine super Maschine. Funktioniert einwandfrei. Merkt man brutal in den Oberschenkeln. Und kann man da nichts weiter dazu sagen. Also, wirklich ein geiles Gerät. Und das ist jetzt die neue 45 Grad Presse, beziehungsweise sollte halt der Nachfolger sein von der 45 Grad Presse. Ist auch, bloß war da ein bisschen das Problem, dass man nicht genügend Gewicht drauflegen hat können, war aber auch ein mega geiles Gerät. Okay? Also wie gesagt, war ein super
Ein Besuch bei Gym 80 war geil gemacht und wie gesagt, kann mich bloß wiederholen und nochmal bedanken bei Gym 80 und vor allem auch beim Dani und beim Georg für den mega geilen Ausflug. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king but my people need to eat. If I got it then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Push it to the limit, I can't go no more.